Hallihallo, ihr Lieben. Auf vielfaches Nachfragen haben wir jetzt wieder die Monika zu Gast. Hallo Monika, vielen lieben Dank, dass du Zeit genommen hast. Wir haben ja heute ein Thema, die Selbstermächtigung. Das haben viele Leute gefragt und auch dir ist es so ein Herzensanliegen, das unter die Leute zu bringen. Nämlich, erzähl mal, was verstehst du darunter? Was versteht man darunter? Worum geht's? Ja, hallo lieber Jaroslav, hallo liebe Zuseher. Ja, worum geht's? Wie das im Wort schon drinnen steckt, Selbstermächtigung, das Wort Selbst und Macht, heißt Macht aus sich selbst schöpfen und jetzt ist mit dem Selbst nicht unbedingt das Ego gemeint, weil wir brauchen ein Ego, auch ein sehr starkes Ego, um in dieser Gesellschaft zu bestehen. Aber es geht um die Macht, die aus dem Inneren selbst herauskommt. Ja, also den nicht manipulierten Wesenskern. Und das könnte man sagen, ist das innere Kind. Manche bezeichnen es als die Körper-Geist-Seele-Einheit, also wenn der Mensch, nennen wir es, männliches und weibliches in sich vereint hat, Inneres und Äußeres an gesunden Gleich- oder Einklang in sich hergestellt hat. Da haben wir, glaube ich, nur ein Problem, weil das habe ich das Gefühl, wollen eigentlich die Machteliten nicht. Also ich habe das Gefühl, denen geht es dauernd um uns in Angst zu halten, wenn ich mir jetzt anschaue. Ich weiß nicht, ob du das heute verfolgt hast. Wenn du das so erklärst, mir fällt da heute nur der Podesta. Ich weiß nicht, ob du, lass es dir schmunden, Podesta, diesen Präsidentenberater der amerikanischen Präsidenten, von dem ja nachgesagt wird, dass das so ein bisschen ein Sexualverbrecher ist, Richtung Kindesmissbrauch und. Und der dann heute so auf CNN, auf diesem Propagandasender, dann sagt, ja, und man muss also die UFO-Dokumente, man muss das alles freilegen. Ja? Und man hat so das Gefühl, da wird eine Sau nach der anderen durchs Dorf gejagt, damit sozusagen die Leute dauernd in so ein Spannungsverhältnis gehalten werden, egal ob das jetzt Krieger sind, die Klimadebatte oder jetzt die Corona-Diktatur, weil ich auch das Buch sehe. Ich meine, das ist ja eigentlich genau das, was die Machthabenden vom Gefühl her irgendwie nicht wollen. Ja, und wenn man weiß, dass das Wort Nachrichten eigentlich bedeutet, das sind die Informationen, nach denen wir uns richten sollen, also ausrichten sollen, und man verfolgt während dieser Plandemie, ich nenne es ja gerne Propagandemie, diese politisch-mediale Propaganda, dann ist ganz klar, dass das der größte Angriff des 21. Jahrhunderts auf die Körper, Geist, auf die potenzielle Körper, Geist, Seele, Einheit des Menschen ist. Ne? Angst versetzt die Psyche in Terror, erzeugt sogar physisches Leid. Die Maßnahmen erzeugen physisches Leid. Sie wollen uns buchstäblich die Luft wegnehmen, ja? Uns befehlen, was wir in unsere gesunden Venen hineinzuspritzen haben, nämlich Gift. Und dann auch ein Angriff auf den Geist, weil es ist ja eine Beleidigung für jeden halbwegs nur aufgeweckten Geist, dass man uns wegen einer nicht existierenden Epidemie Maßnahmen aufzwingt, wie zum Beispiel das Spritzen von Gift und uns gleichzeitig sagt, die Leute müssen, aber die auch die Gespritzten müssen weiter in die Maske tragen. Ja? Das ist eine Beleidigung für den Verstand. Und wenn du das erreicht hast bei den Menschen, dass du sie demütigst und in Angst versetzt, die zwei Sachen, dann hast du sie geöffnet für Maßnahmen, die im Grunde keiner will. Und du hast sie aber auch geöffnet für Scharlatanerie beziehungsweise messianische Heilserwartungen von sogenannten alternativen Medien und Aktivisten und allen möglichen, die jetzt mit ihrem Jesus-Befreiungszeug und allen und Klagen, weltumspannenden Klagen, auf die sie alle konzentrieren und politische Parteineuausrichtung, die alle die ersehnte Hoffnung, also die Hoffnung schüren, jetzt kommt der Messias, er steigt herab und löst die Probleme für uns, damit ja die Hilfe von außen kommt. Nein, sie kommt nur von innen. Nur von dem Menschen, dem wir täglich wahrscheinlich in den Spiegel schauen und hoffentlich uns dabei freuen, wenn wir ihn oder sie erblicken. Wobei, da muss man ja sagen, ich meine, so wie du das schilderst, ist ja alles absolut richtig. Ja. Es trifft ja alles zu. Aber, und ich sage jetzt das große Aber, es ist ja eine Propaganda gelaufen, die geht ja nicht nur 20, 30, 40, das ist ja ein Krieg, der gegen die Menschen.
Menschen geführt wurde, Ja. der eigentlich, man könnte fast sagen, ein Jahrhundert dauert. Und dieser Krieg gegen die Menschen, der ist so subtil geführt worden und mit so viel, ich würde sagen, Fingerspitzengefühl, wobei das ja eigentlich schon an sich blöd klingt, ja, aber ein sehr ausgeklügeltes Konzept, wo, ich sage jetzt Hollywood, wo die Nachrichten, wo diese ganzen pseudowissenschaftlichen Erkenntnisse, Professor Ioannidis treffend einmal formuliert, und jeder, der sich in der Wissenschaft ein bisschen kritisch beschäftigt hat, der größte Teil der wissenschaftlichen Publikationen ist für die Fische. Ich habe auch selber zig viele Videos. Ich kann mich erinnern, eines meiner ersten Videos, man findet es auf checkdent.com, das ist ein Zahnportal, und da habe ich ein Video gemacht über die Wissenschaft. Und das war so vor 12, 15 Jahren, und ich musste ganz vorsichtig das formulieren, dass die Wissenschaft nicht so ganz das ist, was sie vorgibt. Weil du bist sofort von der Ärztekammer, von den ganzen Institutionen angegriffen worden. Aber die folgten nie der Erkenntnis. Ja? Und weißt du, wenn man das so sieht, wie die jetzt gearbeitet haben und wie wir Jahrzehnte, Jahrhunderte darauf reagiert haben, manchmal, es klingt wahnsinnig blöd, ja, aber manchmal entwickle ich fast auch so ein bisschen ein Verständnis für diese Leute, für Industrielle, wo ich mir denke, ja, wir haben uns ja wirklich wie Deppen benommen. Wir haben uns. Ja, es ist alles deppenhaft. Nur ich denke, dass das Problem bei der sogenannten Erziehung beginnt. Ja? Ich bin relativ frei aufgewachsen, also von freigeistigen Eltern erzogen worden, oder herausgezogen, Education ist ja das beste Wort im Englisch, herausgeführt worden, in der Natur für unterwegs gewesen als Kind. Mhm. Für mich war die künstlich betonierte Welt immer schon ein bisschen huschi-wuschi. Ja? Mhm. Manche sagen, ich bin huschi-wuschi. Ich orientiere mich jetzt allerdings sehr gut in dem Irrsinn gerade, ja? Weil ich schon seit Jahren den Irrsinn durchschaut habe, beziehungsweise neue Wege, nicht nur rebelliert habe, sondern auch neue Wege gefunden habe. Ja? Mhm. Und wenn wir bei der Erziehung angelangt sind, auch unsere Eltern sind Produkte ihrer Erziehung und der Propaganda, die sie genossen haben oder erdulden mussten. Und eine der schlimmsten Propagandas, die es überhaupt gibt, ist die Kriegsschuldlüge. Ja? Und wie wir schon in einer Sendung besprochen haben, die Urkatastrophe in Europa ist nicht der Zweite Weltkrieg, sondern der Erste Weltkrieg. Ja? Und ich habe den Bauchladen da rechts von mir wirklich bis vor einer halben Stunde noch gezimmert im Keller unten, also getischlert im Keller unten. Nicht, weil ich so lustig bin, sondern weil mir ein Buchhändler, der uns angeschrieben hat, und auch ein paar Kunden, also Leser, die haben gesagt, hey, konntest du die Bücher nicht dauernd eingeblendet haben, damit wir nicht immer ein Video für ihn zurücksuchen müssen. Sage ich, okay, ich stelle es euch da her, wobei man es eh auf der Homepage auch sehen kann. Ja? Mhm. Und in dem Buch da, rechts von mir, rechts oben, kriegt ihr eure Wählerschaft, ist der Beweis erbracht. Wir haben das in der letzten Sendung gesprochen, ist der ultimative, unwiderlegbare Beweis erbracht, dass an der Urkatastrophe Erster Weltkrieg Deutschland und Österreich keine Schuld haben. Punkt. Ja? Mhm. Da fährt der Zug drüber. In der Schule haben wir alle etwas anderes gelernt. Mhm. Und wenn man die Geschichte sich so anschaut, ist auch die Schuld am Zweiten Weltkrieg total relativiert, weil ohne Ersten hätte es keinen Zweiten geben. Und wir sind alle von klar auf entweder, ui, über dieses Thema spricht man nicht, ja, Kriege, schon gar nicht der Zweite Weltkrieg, oder unsere bösen Vorfahren sind da schuld. Und dieser Schuldkomplex, den haben nicht nur Menschen, Individuen, sondern die hat ein ganzes Volk, die hat eine ganze Bevölkerung, ein ganzes Land, eine ganze Nation steht teilweise im Dauerschuldkomplex, im Dauerbüßergewand. Und das passt nicht. Und wenn man in diesem Dauerbüßergewand steckt, dann wird es auch leichter, Menschen so zu manipulieren, dass sie gerade in Österreich und Deutschland, wo jetzt die Maßnahmen am schlimmsten sind in ganz Europa, soweit ich weiß, dass die wieder zum Erdulden von Dingen genötigt werden in einer angehenden Diktatur. Aus meiner Sicht ist sie nicht nur angehend, sondern ist sie schon präsent, dass Dinge geduldet werden, die jedem Kleinkind mit Hausverstand schon sagen, dass das nicht stimmt, dass das nicht passt, dass das unrechtmäßig ist, dass das falsch ist, dass das schädlich ist, was da passiert. Ja? Also ja, ja, man muss ja sagen, ich meine, dieses System ist ja sehr fein gesponnen. Du bist ja auch angegriffen worden von Stopp die Rechten und
DÖW oder so irgendwie nennt sich diese Organisation, glaube ich, ne? Diese. Darf ich übersetzen, was es in meinen Augen heißt, das DÖEW? Denunziationsarchiv des österreichischen Pseudo-Widerstands. Ja? Ich will da niemanden persönlich beleidigen, aber aus meiner Erfahrung ist das nichts anderes. Weil erstens einmal der Widerstand gegen den Nationalsozialismus wird immer stärker, je länger er Geschichte ist. Und bei diesem ewig nachkraulen und nachschauen und jemanden irgendwas nazimäßig andichten, was großteils wirklich sehr, sehr, sehr deppert ist, wird völlig übersehen, dass wir schon im nächsten Faschismus drinnen sind, nämlich im Kapitalfaschismus. Du, ich Oder glaube, nennt Kapitalkommunismus. Auf jeden Fall im nächsten Kollektivismus, im nächsten Zwangssystem sind wir drinnen. Und das wird ausgeblendet und übersehen, wenn man andauernd Menschen einer Gesinnung bezichtigt, die es offiziell gar nicht mehr gibt. Weißt du, was ich meine? aber das hat, glaube ich, System, dieses nach dem Motto, if you cannot detect the data, then attack the person, it is easier. Also diese Herrschaften von diesen Archiven und Stopp die Rechten sind ja alle oder sehr viele von Thinktanks, von Soros-nahen Organisationen finanziert. Mich hat, naja, wie ich auf das Ganze gekommen bin, ich war bei einer dieser Kundgebungen dabei und also bei einer Demo, bei diesen Corona-Demos war ich dabei und steht dort ein wunderbarer Land Rover, niegelnagelneuer Land Rover, also ein Auto, das jetzt in der oberen Preiskategorie ist. Und auf diesem Auto war einfach ein Metallblechel drauf gezimmert, also wer macht das? Und auf diesem Metallblechel war dann eine Kamera. Und die sind alle bei der Polizei gestanden. Das heißt, die müssen auch super Verbindungen gehabt haben. Und von dort haben sie dann Aufnahmen geschossen, die ich dann beim DÖW und bei Stopp die Rechten gefunden habe, mit wunderbar unterschwelligen Titeln, mit einer der Rechtsextreme, der Schwurbler und, ja. Und da sieht man, wie viel Kohle dort dahinter steckt. Wer von uns kann sich einfach so einmal ein Auto um 80, 90.000 Euro kaufen und frimmelt dann irgendein Blech drauf, damit er schnell eine Kamera drauf befestigen kann? Also da sieht man, wie diese Herrschaften und wie das dort funktioniert, dass dort viele dabei sind, die nicht sich fragen, du, wie kann jetzt ein Jaroslav, ja, ein Tschusch, wie kann der eigentlich ein Nazi sein? Ja, oder wie kann einer, der seit 20 Jahren in meinem Team, da arbeitet ein Araber, eine Rumänin, vier oder fünf Jugos, ja, so wie, also wir sind ein zusammengewürfelter Haufen und dann sagt man zu dem, du, das ist ein Nazi, oder zu dir, ja, du, die ist, ich meine, man muss sich ja wirklich fragen, habt ihr noch irgendeinen Verstand? Aber das hat System. Das hat Ja, ein. das hat System und es hat ein ziemlich beknacktes System. Ja. Und ich würde mal bei der Terminologie anfangen. Wenn Sie meinen mit rechtsextrem oder rechtsradikal, ja, dass das was mit Nationalsozialismus, Nazi zum tun hat, ist das absolut falsch. Die Nazis waren links. Linker geht's gar nicht. Ja. Nationalsozialisten, liebes Dokumentationsarchiv, ja, Sozialisten. Und wenn Sie es nicht glaubt, es hat schon jüdische Juristen, deutsche Juristen gegeben, die das ab 1933 super veröffentlicht haben, ja, die in ihren Schriftwerken dargelegt haben, ja, der Kommunismus war sozial durchgestellt, aber der Nationalsozialismus noch mehr, von der Wiege bis zur Bahre, das Leben sozialisiert, im Sinne von Sozialismus gesteuert. Ja? Und dann gibt es manche, die sagen, ja, der relevante Unterschied ist aber, dass das Kapital praktisch im Kommunismus so global praktisch durch ein zentrales Komitee gelenkt wurde, Entschuldigung, in einer Diktatur ist völlig wurscht, wer das Wer Kapital ist Kapital? es wird immer in der Sinne der Führung verwendet. Ja? Wenn man zum Beispiel weiß, dass der Krupp-Stahl das größte Geschütz der Menschheitsgeschichte, den schweren Gustav bzw. die Dora, ja,
gebaut hat, um 1 Million Reichsmark, und das der Wehrmacht geschenkt hat. Ja, na, nonna, nicht. Ja, die waren ja alle miteinander verbandelt und verzahnt, genauso wie im Kommunismus. Also Kapital ist bitte keine Argumentation. Es geht um das soziale Element. Wie stark ist eine Gesellschaft durchsozialisiert, konditioniert, getrennt? Und das nenne ich kollektivisiert, also kollektiviert im Sinne von Zwangs Kollektivismus, das ist völlig wurscht, ob das Kommunismus oder Nationalsozialismus heißt, und beides ist links, weil beides braucht, das Linke braucht eine Utopie. Eine Utopie im Sinne von der bessere Mensch, ja, also der Kommunismus hat geträumt von besseren Menschen, einem klassenlosen Menschen, und der Nazi hat geträumt vom Übermenschen, Übermenschen national, vom denken. Rassischen, ja. Da sieht man schon, dass Hitler war kein Nationalist. Für einen Hitler, man möge meinen Kampf lesen, ja, waren Staaten nichts anderes als Aufmarschbasen für den Rassenendkrieg, ja. Und Rassen, wer ein Rassist ist, ist eindeutig Internationalist, ja, weil die Rassen, zum Beispiel germanische Rassen, über den ganzen Kontinent verstreut werden. Also da geht es nicht um die Nation beim Hitler und auch nicht ums Soziale im Sinne von, dass wir jetzt brüderlich gleich und sonst was sind, sondern durchgestylt sozialistisch, vollkommen zwangskollektiviert, sodass du dem System nicht entrennst. Und das ist links. Der Rechte braucht keine Utopie. Der Rechte, es kommt ja vom Germanischen erregi, also reg errichten, ja, vom Althochdeutschen auch, bedeutet nichts anderes als der schafft etwas und der braucht keine Utopie, er braucht keine Ideologie der Rechte. Der Rechte will Freiheit und Ordnung und weiß, dass die Ordnung, die menschlich errichtete Ordnung, dass der Freiheit des Individuums dient. Nur haben wir bis jetzt oder seit circa 100 Jahren keine rechte Regierung mehr gehabt. Und selbst die FPÖ ist in meinen Augen links. Ja? Entschuldigung, ich werde mich jetzt mit einigen FPÖ-Wählern vertun, aber ich kann an der FPÖ rechte Ansätze erkennen. Aber wirklich rechts im Sinne von Freiheit ist es nicht. Ist es zum Beispiel frei, wenn FPÖ-Politiker sagen, ja, die Ehe ist aber nur für die verschiedengeschlechtlichen da. Hallo? Was hat das mit Freiheit zu tun, so eine Aussage? Die Ehe ist ja Absicherungstool zwischen zwei Menschen, die sie lieben. Und es ist völlig wurscht, ob das zwei Männer, zwei Frauen, Mann und Frau oder drei Männer und vier Frauen sind. Von mir aus, also wäre aus meiner Sicht alle egal, wenn die das miteinander wollen und glücklich sind. Das ist liberal, das ist Freiheit. Solange es dem Gemeinwesen nicht schadet, ist es gut. Und diese alten Floskeln, deren man sich da bedient, das ist klassisch links, gleichmachend. Ja? Also Mann Was ist mich so und Frau ist so damit ist die Gesellschaft durchgestellt. Es darf nichts anderes geben. Das ist Kollektivismus. in dem Zusammenhang so ein bisschen verwundert, wobei man hört sie diese Stimmen hauptsächlich aus dem intellektuellen Bereich, dass sehr viele Juden eigentlich sich gar nicht zu dieser Thematik jetzt Holocaust äußern, dass das ja nicht nur ein deutsches Phänomen war, sondern das war ein internationales Phänomen. Die haben sie alle gejagt. Da gibt es einen jüdischen Professor, der sagt, Herrns, der Holocaust, der war noch viel ärger, als das geschildert wird. Das haben uns die Engländer gejagt, das haben uns die Amerikaner gejagt. Es hat die ganze Welt war sozusagen gegen uns. Und dann wird es einem in die Schuhe geschoben und alle anderen putzen sich so ab, so nach dem Motto, boah, der war aber so böse. Ja? Und dieses Buch, also du wirst es wahrscheinlich auch kennen, Hitlers amerikanische Lehrer vom Pop, wo er das schön bringt, auch so Dokumente und so. Ich meine, und das Gleiche passiert jetzt. Sie impfen wie die Wahnsinnigen, hauptsächlich in Israel wieder, gehen sozusagen voran, die ganze Welt schaut zu. Ja? Die arme jüdische Bevölkerung muss dafür zahlen. Und ich sage da, wo das hingehen wird in ein paar Jahren, wenn die merken, dass sie diesen Krieg verlieren, dann werden sie jetzt die Impfpropagandisten dann hinstellen als die neuen Nazis. Werden sich wieder abputzen, die Eliten, so wie sie es damals gemacht haben, werden sagen, na schaut's, der wollte euch durchimpfen, der Ärztepräsident, das Samariterbund, der. Die Massen werden wieder dem folgen, werden dort die Wut hinlenken. Ja. Gezahlt haben dann
die Menschen, wo das nach vorne geprescht wurde, jetzt zum Beispiel in Israel, und es wird wieder alles so verwaschen werden. Weißt du, was ich meine? Und die, die es wirklich verursacht haben, nämlich die Eliten, die, die die Religion nur verwenden, so als Schutzschild, ja, dass sie sozusagen sagen, du, ich bin jüdisch, und eigentlich die eigenen Leute ans Messer liefern, das ist ein Irrsinn. Und wenn du darüber beginnst zu reden, dass sagst du, Schatz, schauen wir uns nur die Daten an. Ja? Wie könnte ja sein, dass wir uns alle täuschen? Ja, schauen wir nur. Du bist der Nazi. Du bist der Nazi. Ja? Es ist unglaublich. Es ist Der unglaublich. Nazi ist fast schon heutzutage manchmal schon gleichbedeutend mit, du kannst selber denken. Ja? Und ich mag Nazi-Hohlbirnen auch nicht, gar, ganz wurscht, Du, alles, was. ob alt oder neo, ja, aber dieses alles über einen Kamm scheren, nur weil wer kritisch ist, das juckt mir im Prinzip nicht mehr, weil ich habe es analysiert und bin draufgekommen. Ja, Hitler und Konsorten waren die unmittelbaren Täter des Holocaust, keine Frage. Ja. Wer das leugnet, hat einen Schuss in der Maroon. Aber es gibt auch einen Beitrags- und einen Bestimmungstäter. Das ist der Täter im Hintergrund. Das ist der, der Hitler in Position gebracht hat. Und es ist erwiesen, dass Hitler von der Wall Street finanziert war ab 1929. Ja. Das hat sogar der Anthony Sutton nachgewiesen in Buchform, ein angloamerikanischer Historiker, Der war Professor Dr. Anthony Sutton, der hat das nachgewiesen und mit Dokumenten belegt, was ich jetzt sage. Ja? Und da muss man wissen, der amerikanische Chefankläger, der Justice Jackson, bei den Nürnberger Prozessen hat gesagt, ja, wir müssen zugeben, wir, also die USA und Großbritannien, haben die Weimarer Republik zu wenig oder nicht unterstützt. Die Weimarer Republik, ich glaube, wir haben es eh schon mal besprochen, war die modernste ihrer Zeit. Die modernste Demokratie der Welt, die beste. Und die hat, was die für Krisen überstanden hat, diese Demokratie, und wurde nur bekämpft, nachweislich nur bekämpft von außen, weil Deutschland noch immer nicht genug am Boden war aus Sicht der Angloamerikaner. Dann wird der Hitler aufgebaut, anstatt dass die Demokratie unterstützt wird. Ja? Und wenn man jetzt weiß, dass der Hitler in Mein Kampf schon geschrieben hat, dass er sozusagen der Auserwählte ist, die Juden vom Erdball wegzufegen, so in ähnlich beschreibt das in Mein Kampf. Ja? Wenn man weiß, dass der Hitler Lebensraum im Osten mit dem Schwerte erkämpfen wollte, und das ist Russland, und dass praktisch für Hitler die Formel galt, der Feind ist gleich Bolschewismus, ist gleich Jude, ist gleich Russland, dann ist ganz klar, warum dieser Mann gefördert wurde von den Angloamerikanern, weil er ein ungewollter oder aus seiner Sicht ein unfreiwilliger, aber doch ein sehr brutaler Vollstrecker der Balance of Power Strategie war, der angloamerikanischen. Wen besseren hätten die aus ihrer Sicht gar nicht einsetzen können. Aber Und ja. wie es zum Krieg kommen ist, ja, hat Hitler gesagt, sollten wir noch einmal einen Weltkrieg haben, dann werden die Juden darunter leiden. Er hat vor aller Welt, und das laste ich jetzt nicht nur Hitler an, sondern auch den Angloamerikanern, die das dann zulassen haben, er hat vor aller Welt gesagt, dass er die Juden in Geiselhaft nimmt. Und was haben sie gemacht? Sie haben mitgewirkt und intensiv daran mitgearbeitet, dass es zum Zweiten Weltkrieg gekommen ist. Die, die ihn gewählt haben zum Man of the Year, Ja, geheim, Adolf Hitler. genau. Und Und hier das erklärt, sagt man uns aber nicht in der Schule. Ja, das. genau, man sagt uns ja auch nicht in der Schule, dass der Hitler nicht durch das Volk an die absolute Macht kam. Sie haben einen Reichstagsbrand an, sie haben einen Reichstag anzünden müssen, ja, und die Kommunisten ausschalten müssen. Also hier von einem volksgetragenen Nationalsozialismus als absoluter Macht zu sprechen, ist historisch falsch. Ja. Und damit, wir kommen zum Ursprungsthema zurück. Wenn man dieses Schuldthema endlich auflöst, ich bin dafür, dass man es entweder ganz lässt, überhaupt nicht mehr drüber redet, das passiert ja nicht. Ja. Oder dass man sich, und dafür bin ich, ganz anschaut, was ist wirklich passiert. Und wenn man sich das anschaut, liegt die Hauptschuld bei angloamerikanischen Strategen. Schon allein deswegen, weil der Erste Weltkrieg, wo ist es da, weil der Erste Weltkrieg angloamerikanisch ausgelöst wurde. Geplant, vorbereitet und ausgelöst von angloamerikanischen Strategen ab 1906, 8 Jahre vor Kriegsbeginn, ist dokumentiert. Und dann kommt Hitler, auch unterstützt durch angloamerikaner, dann der Zweite Weltkrieg, dann der Kalte Krieg. Und wie wir eh schon mal besprochen haben, kaum beginnt der Kalte Krieg, wechselt das Feindschema bei den Angloamerikanern typisch vom Deutschen zum Russen. Zum Russland. Ja, diese Spaltung Deutschland-Russland, das hat ja auch System. Was mich so fasziniert, dass viele, die darunter gelitten haben, nämlich jetzt die jüdische Bevölkerung, dass sogar die
dort nicht hinblicken. Und dass sogar die dann den amerikanischen Eliten nachlaufen, ja, und sozusagen so von ihrem Henker eigentlich immer wieder einen Kniefall machen, anstatt dass sie sich einmal von diesen Geiseln befreien und dann sagen, du, jetzt nicht besser. Ich habe ein Video gefunden auf YouTube schon vor längerer Zeit, wo ein Jude, also ein gläubiger Jude, sagt, du, diese Zionisten, die sind eigentlich schuld an dem ganzen Problem und die sind eigentlich gar keine Juden. Die haben nichts mit unserem Glauben zu tun. Die verfolgen nur den Mammon, das Geld und und. Eines wie ein Video, ja, wo ich mir gedacht habe, ne, der schaut hin, der sagt die Wahrheit, also die geschichtliche Wahrheit. Und sonst ist das irgendwie wie ein, das ist wie ein rotes Tuch, wenn du über das redest. Ja. Ich weiß, was gemeint ist. Ja. Ich bin aber trotzdem der Ansicht, dass das nicht ganz richtig ist. Weil man an sich ja richtig, dass Zionisten im Grunde einmal sicher keine, also mit Masse keine Semiten sind. Da muss man mal erklären, was ist überhaupt der Semit? Semiten sind hauptsächlich Araber und bei den Juden die Aramäer und die Hebräer. Ja, das sind in etwa die Angaben schwanken, aber so um die 5% bis maximal 10% der Juden sind Semiten. Die restlichen sind Kasaren. Und das sind hauptsächlich, also Kasaren, slawisch, ein ehemaliges Kriegervolk, ein Reitervolk, ein Kriegervolk, das soweit überliefert vom damaligen Herrscher zwangsverpflichtet wurde, den jüdischen Glauben anzunehmen. Und das Allah, sagen orthodoxe Juden zu Recht, geht nicht, weil du musst dich aus freiem Willen zum Judentum bekennen. Ja? Also dieser vor Jahrhunderten geschehene Prozess war schon nicht im Sinne des jüdischen Glaubens. Und dann sind sie auch genetisch, also völkisch gesehen, keine Semiten, sondern eben Slawen am ehesten, ja? Die Zionisten. Und trotzdem, finde ich, ist die Entscheidung, es ist gut, dass man das im Hintergrund weiß, damit man ja nie von einem jüdischen Volk spricht. Man spricht ja auch nicht von einem katholischen Volk oder von einem evangelischen oder von einem muslimischen Volk. Das ist eine Religionsgemeinschaft. Aber um nochmal auf das Thema mit den Zionisten zurückzukommen, ich glaube nicht, dass die an allem schuld sind, sondern Zionisten wurden auch von Angloamerikanern missbraucht. Ja? Weil gerade während, das wieder, wir sind beim Ersten Weltkrieg, oder? Katastrophe, war es ja so, dass die Angloamerikaner gesagt haben, wir müssen einen starken jüdischen Keil in die arabische Welt treiben. Es ist darum gegangen, den Nahen Osten auf der kontinentalen Platte, wir haben in der letzten Sendung darüber gesprochen, auf Trab zu halten, Kriege, Aufstände und so weiter, um vom Ölraub, vom angloamerikanischen, also vom britischen Ölraub damals für die Royal Navy, für die Abzulenken. britische Kriegsflotte abzulenken. Wer wer streitet, schaut dann plötzlich nicht ein paar hundert Kilometer weiter. Aha, hier wird Öl weggenommen und für was? Wenn man damals noch gar keine Ahnung gehabt, wozu überhaupt, ja? Also man hat geschaut, dass zwischen Stämmen, zwischen verschiedenen Religionsangehörigen, dass da Konflikte geschürt werden. Und das Land Palästina ist am mindestens von einem Land, dem es nicht zusteht, nämlich London, England, an drei verschiedene Gruppen verkauft worden. Frankreich, Russland und an Juden, also an die Zionisten. Hallo? Also ein Nichteigentümer, dem es nicht zusteht, verkauft an drei weitere, denen es im Grunde auch nicht zusteht. Am ehesten nur den Juden. Ja? Und selbst die Juden haben damals, also die Juden gibt es ja nicht, aber Zionisten haben damals gesagt, ja, da leben halt ein paar hunderttausend Araber. Irgendein Weißhaupt hat er, glaube ich, geheißen, der Weißkopf, ihr habt das im Buch drin, im Krieg der Weltherrschaft. Ja, da leben halt ein paar wertlose Neger oder so, hat er geschrieben. So hat man halt damals gesprochen. Also auch nicht gerade die feine Art. Das ist die Wurzel des Nahostkonflikts. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass deswegen die Zionisten dran schuld sind, denn Zionisten, Juden sind Dann auch in missbraucht. Europa als Feindbild missbraucht worden. Ja, gerade dann Erster Weltkrieg hat man noch am Schuldigen gesucht. Und wie wir in der letzten Sendung besprochen haben, ist dieses Feindbild Jude hauptsächlich angloamerikanisch auch mit aufgebaut worden. Und dann sucht man halt verstärkt nach einem Raum, wo man sich geschlossen hinbewegen kann. Und da liegt halt garantiert gemäß ihren Überlieferungen, ob das jetzt wahr sind oder nicht, ist ja egal, liegt dann der Raum Palästina, Israel, auf der Hand. Also würde ich sagen, Hauptschuld angloamerikanisch, Wasp. WASP, also weiße angelsächsische Protestanten,
Ein Teil schuld natürlich auch europäische Nationen, die sich des mittelalterlichen Feindbildes der böse Jude bedient haben. Und zuletzt erst die Zionisten. Ja, und wer jetzt sagt, die zionistische Weltverschwörung, muss ich sagen, ein bisschen deppert. Weil wenn man denen unterstellt, sie hätten das alles geplant, also sei man nicht böse, sich jetzt einem jahrzehntelangen Krieg aussetzend und jetzt auch als Erste durchimpfend. Sorry, es gibt keine zionistische Weltverschwörung. Die gibt es einfach nicht. Im Endeffekt, man muss nur wissen, wie der Mensch tickt. Schlagwort Ego, da sind wir wieder bei der Selbstermächtigung. Und wie wir also nach Ruhm, nach Kohle und, streben. Und wenn du diese grundlegenden Phänomene von Menschen weißt, kannst du natürlich sehr viel lenken, brauchst gar nicht steuern, sondern du weißt, okay, wenn du den Hebel drückst, wird der Mensch so reagieren. Weil das war ja, wir sehen es ja jetzt bei Corona. Das ist ja, es geht um Masken verkaufen, da macht der sein Süppchen, der macht sein Süppchen mit den Tests, dann gibt es das PCR-Gate, das wird dann, weil es aber natürlich zur Regierung, zum Regierungskurs passt, dann wird das fallen gelassen, dort wird nicht nachgeforscht, aber da macht da jeder sein Süppchen und im Großen kommt dann ein großer Scheißdreck raus. Ja? Lauter kleine Linke, lauter kleine. Ich habe vor längerer Zeit so ein Video gemacht, wo ich so gefragt habe, sind wir die Verschwörung? Und retrospektiv betrachtet wirkt es dann natürlich wie alles geplant. Ja, aber dass es wir waren, die dann immer im richtigen Moment weggeschaut haben, uns verbogen haben. Jetzt auch so bei den Aktivisten, wo jeder so seinen Einzelweg einmal gehen möchte, weil er die Dimension dieses Transformationsprozesses, der da jetzt stattfindet, der ja auf der einen Seite sicherlich nicht schlecht ist, weil wahnsinnig viele Menschen aufwachen, nur man hätte das vielleicht nicht mit so viel Leid machen müssen. Man hätte das ja vielleicht auch anders schaffen können. Aber ja, da kann man Stimmt, jetzt. und darum betone es nochmal, böse gesprochen, Covid-19, die Corona-Krise, das ist der größte Idiotentest der bisherigen Menschheitsgeschichte. Der größte Idiotentest überhaupt. Und ohne jetzt jemanden beleidigen zu, wirklich nicht, ich möchte niemanden persönlich beleidigen, aber wer jetzt nach 14 Monaten nicht gecheckt hat, dass da keine reale Gefahr für die Masse der Bevölkerung besteht und dass ein gesunder Mensch keinen anderen schützen kann, indem er sich irgendwelche Fetzen ins Gesicht hängt oder sich irgendwelche giftigen Substanzen unter die Haut spritzt. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Ich gehe davon aus, dass wir im Herbst eine erhöhte Sterblichkeit haben werden und diese erhöhte Sterblichkeit werden sie dann garantiert, also die Regierung, den Nicht-Geimpften in die Schuhe schieben. Ja? Delta-Variante. Die Gamma Y2-Variante. Als Delta-Variante, und als Schuld der Nicht-Geimpften. Und das wird aber gleichzeitig unsere Chance aufzuzeigen, die Übersterblichkeit hat nichts mit Nicht-Geimpften zu tun, sondern rein mit den illegalen Maßnahmen der Regierung. Und wir dürfen nochmal darauf hindeuten, in dem Buch da, in Corona-Diktatur, habe ich den juristischen Nachweis gebracht anhand der Fakten, dass alle Maßnahmen hochgradig illegal sind, alle Maßnahmen verfassungswidrig sind, weil zum einen epidemiologisch sinnlos, ja, wir haben keine Eingriffssituation, die den Eingriff in unsere Grundrechte rechtfertigt. Und selbst wenn einige Mittel geeignet werden, dann sind sie trotzdem nicht angemessen, sie sind nicht adäquat, ja. Sie sind teilweise auch nicht notwendig, weil es immer ein gelinderes Mittel gibt. Und aus dem Grund ist für mich außer Diskussion, dass diese Maßnahmen alle verfassungswidrig sind. Und es stellt sich die Frage, warum gerade bei uns so sklavisch sich daran gehalten wird. Und ich komme darauf zurück, Erbschuld, Kirche, unseren Altvorderen schon eingetrichtert. Ja. Du kommst da schon als schuldiges Wesen zur Welt. Das wollen manche glauben, die brauchen das, damit sie sich besser daheim auspeitschen können. Und dann kommt die Kriegsschuldlüge. Und dann kommt, du gefährdest andere. Und der Schritt ist nicht weit zur Selbstverstümmelung. Ja. Und das scheint sich wie ein roter Faden durch die Geschichte zu ziehen. Da gibt es ja, ich weiß nicht, ob du die Doku kennst von Arte, schon länger her, Revolution der Altruistischen,
wo gezeigt wird, dass wir eigentlich altruistisch mit einer Höchstbegabung geboren werden und dann kommt Schule, Erziehung und aus uns werden, ja, das, was wir dann heute sind. Und ein paar wenige haben das Glück, dass sie zum Beispiel, wenn sie jetzt mit der Begabung als Mathematiker geboren werden, dann halt wirklich in einer Steuerberaterfirma, Steuerberaterfamilie groß werden dürfen und werden gefördert und entwickeln dann natürlich ganz andere Energien beim Arbeiten, Freude und, als wenn du als Mathematiker geboren wirst und am Rennbahnweg dann irgendwo im Lidl die Regale schupfen kannst. Gibt es ja diesen bekannten Satz, bei der Erziehung unserer Kinder ging es noch nie um die Kinder, sondern immer nur darum, dass man die Interessen der Gesellschaft in den Kindern verwirklicht. Genau, Und da ins System hineinpresst und brave, funktionstüchtige Arbeitssklaven draus macht. Ja, die glauben, dass sie frei sind, weil es Demokratie heißt. Die glauben, dass sie frei sind, weil sie lautstark telefonieren dürfen in der U-Bahn. Das und hat was nichts mit der Freiheit zu tun, die ein paar ich wähle. Wochen Urlaub haben. Genau. Also das hat nichts mit der Freiheit zu tun, die ich meine, und da mag jetzt nicht der Jörg Haider Zitat umwandeln, ich meine wirklich die Freiheit, die ich meine, das ist wahrscheinlich auch eine andere, die der Jörg Haider gemeint hat, oder auch irgendjemand anderer meint, ich habe einen eigenen Begriff von Freiheit, und für mich heißt Freiheit, ich lebe mich verantwortungsbewusst, lebe ich mich so aus, ohne jemand anderen wissentlich zu schaden, ja? Und meine Freiheit endet dort, wo der Körper von dem anderen anfängt. Zum Beispiel, ja, also wenn der Staat von mir, der sogenannte Staat, die sogenannte Regierung von mir verlangt, dass ich zum Schutz, ich bin bumper gesund im Grunde, ja, dass ich als Kraftsportlerin, als Radfahrerin, als Wanderer, ich gehe gern wandern und alles, die körperlich voll in Ordnung ist, dass ich mir ein Fetzen vors Gesicht hänge, weil irgendjemand dann angeblich geschützt wird. Das ist ein Angriff auf meine körperliche Integrität. Das ist eine Einmischung in meine Privatsphäre. Ja, da Jetzt geht's. geht's euch noch gut, liebe Regierung. Hallo. Die Symbolik ist eindeutig, ne? Und jetzt wollt ihr mir demnächst vielleicht auch noch sagen, dass ich auch nicht mehr arbeiten gehen darf, wenn ich mir das Gift da nicht in den Arm spritzen. Also man tickt sie ja noch ganz richtig. Hallo. Und ich wundere mich, wo ist der Aufstand der Menschen? Es geht um unsere Atemluft, es geht um unseren Körper, es geht um unsere Venen, es geht um die genetische Information. Aber wir wissen ja, dass genetische genetische Injektionen, dass die Gene verändern. Wenn die Medien etwas anderes behaupten, dann sind sie nicht gut informiert oder kriminell. Ja? Man weiß seit den 70er Jahren, da haben drei Forscher dafür den Nobelpreis, ich wiederhole, den Nobelpreis gekriegt, weil sie herausgefunden haben, dass virale RNA in menschliche DNA überschrieben wird. Nobelpreis dafür. Also, wenn das den Medien nicht passt oder den Politikern, dann sollen sie sich bitte beim Nobelpreiskomitee beschweren oder die Studien überprüfen. Und jetzt haben wir genetische Impfungen mit viral, Doppel-DNA mit mRNA und dem ganzen Zeug. Wir wissen schon aufgrund der Studien, zum Beispiel AstraZeneca, jetzt komme ich ein bisschen in Fahrt, Entschuldigung, dass 46% der Probanden autoimmunkrank geworden sind. Da attackieren die genetisch generierten Antikörper die eigenen weißen Blutkörperchen. Ein Dauerangriff aufs eigene Immunsystem. Und das wird uns verkauft als gesund. Ich meine, geht's noch? Da Und sind wir dann wieder bei den eugenischen, ich sage jetzt einmal, Hintergedanken von gewissen Gruppen, die diese Pandemie vorantreiben. Gibt ja Schwab und Konsorten, Bill Gates, die aus einem Background kommen, wo die Familie schon seit jeher immer wieder diesen Gedanken, ja, wir sind zu viel und na, und es ist so fürchterlich alles, ja, aber selber Lebens, wie, ja. Ich weiß nicht, ob du das Video kennst. It's okay when Bill Gates does it. Das ist super, was. Der hat weder eine abgeschlossene Berufsausbildung, eine abgeschlossene akademische Ausbildung, ist einer, der nicht einmal eine kontinuierlich gut laufende Software zusammenbringt, der nicht einmal die Computerviren im Griff hat und jetzt möchte er sogenannte körperliche Viren mit einer Methode abschaffen, die völlig absurd ist. Also wer bitte die Dr. Humphreys gelesen hat, ja, Dissolving Illusions, also Illusionen auflösen. Auf Deutsch heißt das Buch, glaube ich, ist dann ein paar Jahre später rausgekommen,
der Impfwahnsinn oder die Impfillusion, Entschuldigung. Und sie hat mit einem Statistiker, sie ist Ärztin und Assistenzprofessorin gewesen, die Dr. Susan Humphries, sie hat mit einem Statistiker ein Buch herausgegeben und in diesem Buch sind die statistischen Daten der letzten circa 150 Jahre ausgewertet. Und da ist gerade bei Scharlach, Masern und alle möglichen Krankheiten, auch Cholera, kein Konnex zwischen der Senkung der Sterblichkeit und der Einführung der sogenannten Impfung zu versehen. Sehen. Ganz im Gegenteil, die Sterblichkeitskurven sind hinuntergegangen, weil sie das Sozialsystem verbessert hat, die Hygiene, das Wasser, das Trinkwasser, die Hygienemaßnahmen, die Kühlschrank. Lebensumstände, genau und so weiter. Und erst wie die sogenannte Impfung eingeführt ist, ist die Sterblichkeit kurz wieder nach oben gegangen. Also wir haben hier einen statistischen Nachweis. Ja? Und wenn man sich Berichte von der Impfkommission zum Beispiel in Österreich und auch in Deutschland anlässt, da steht als Vorgeschichte der übernommene Mythos, dass diese Impfungen die Sterblichkeit gesenkt hätten. Nein, das ist falsch. Und ich sage mal, da hat mein Hausverstand sagt, dass das Impfzeug oder das Spritzenzeug, was sie da das wächst nicht auf Bäumen. Ich kann meinen Organismus mit allem, mit bis jetzt in meinem Leben, ich hab brauche keine Impfung, mit allem, was mir die Natur gibt, kann ich mich erhalten. Und wenn ich mal ein Fieber habe, dann habe ich ein Fieber, dann reinigt sich gerade mein Körper, mein Immunsystem, meine Betriebsfeuerwehr fährt aus und ich bin nach ein paar Tagen wieder pumper gesund. Und weiter? Ja, Und mit jetzt ist und bei dem mir eine Regierung eine können wir keine Infektion Kohle anstatt. machen. Das geht nicht. Ja, wir schon. Ja, wir schon, aber ich spreche jetzt im Namen der Regierung und von der Pharmalobby. Das geht ja nicht, wenn alle plötzlich gesund waren. Ja, da sind wir dann wieder bei der Selbstermächtigung. Leute, ihr sollt Angst haben, ihr sollt brav eure Medikamente schlucken und geht schon dahin. Ja. Genau, da darf ich kurz auf das Buch verweisen. Das ist Tiger in Hales, das ist das erste Buch, das ich geschrieben habe. Also Tiger entsteht schon, Raubkatze entsteht schon, also Widerspruch in sich. Geht um Auflösung, wie sagt man, soll man sagen, die Auflösung der Dualität, indem du beide Dinge vereinst. Ja? Also ich habe das in meinem Wesen gemacht, wie manche wissen, oder wie man auch sieht, das ist so, bedarf im Grunde keiner Definition. Und in dem Buch wird dann, also meine Autobiografie ist dann nur das trojanische Pferd, damit sich der Leser mit sich selbst beschäftigt. Und es gibt dann einen zweiten Teil im Buch, da wird erklärt, was das wahre innere Selbst ist, wie man zu dem finden kann. Und das bedarf zuerst einmal einer Analyse, wer alle davon profitiert, dass wir wirklich glauben, dass wir nur unser Ego sind. Monika Donner, Sozialversicherungsnummer 4163 1107 71, ja, Telefonnummer bla bla bla, das bin ich. Nein, das ist falsch, ich bin mehr als das. Und einer dieser Profiteure, also neben Schule, Arbeitgeber, Eltern und so weiter, die davon profitieren, ist die Pharmalobby. Und der Jörg Blech hat schon vor, glaube ich, inzwischen 2 Jahrzehnten das Buch Die Krankheitserfinder geschrieben. Der hat als Chemiker gearbeitet und weiß, dass Krankheitenberichte darüber von der Pharmalobby ganze Krankheiten erfunden werden. Nicht nur Zum er, auch John V. Rappen, ich weiß nicht, ob du den kennst, ja, Nebenwirkung Tod, ja, ja, der genau genau. beschreibt, wie sie Krankheiten für nutzlose Präparate Krankheiten entwickeln. Aber ich glaube, das ist ja das Argument, wenn du das erzählst, jemanden, der jetzt an die Impfung und an den Gurz glaubt, wenn der uns hört, der glaubt ja, wir sind verrückt. Für Wir den. sind ja verrückt. Naja, na sicher, Wir sind verrückt. verrückt. Wir sind so weggerückt von diesem irren Zustand, so habe ich es in Graz einmal gesagt, von diesem irren Zustand sind wir so weit weggerückt, dass wir sehen, dass dort das Depperte ist, nicht wir. Und die jetzt vor dem System, ich sage nicht, dass die deppert sind, die jetzt an das glauben. Sie sind verwirrt. Ne? Aber jeder, der jetzt gerade sich einmal gemerkt hat, was die Medien davon sich geben, welche, das ist ja alles ein Crazy Making. Heute Maske ohne links hin und her und Abstand und Elefanten und dieser ganze Blödsinn zeigt ja, das ist ja eine reine Verwirrungstaktik. Und das macht Menschen crazy. Also ich kann nur anraten, rausgehen aus dem Ganzen, den Kübel, Fernseher abschalten, Zeitungen nicht mehr abonnieren, auch nicht mehr lesen, auch kein Radio mehr hören. Geht's aus in der Natur, umarmt's am Baum, geht's barfuß in einer Wiesen, geht's im Bachbett, erdet's euch, lasst mal den ganzen Wahnsinn einfach sein, kümmert's euch einmal eine Woche gar nicht drum und dann schaltet's den Blödsinn kurz wieder ein. Dann wird euch auffallen,
wie verrückt das Ganze ist. Die sind verrückt, nicht wir. Wir sind nur insofern verrückt, als wir nicht mehr in dieses System hineinpassen. Und in dem Sinn bin ich gern verrückt. Das passt schon. Das war in der Vergangenheit immer so, ne? Dass die geirrt haben sich immer die Massen. Das ist jetzt auch ein schönes Schlusswort. Glaubt auch uns nicht, sondern, so wie die Monika sagt, findet eure Mitte, lest viel. Ihr seht hier die Bücher, wo viel, viel Information drinsteht. Teilt dieses Wissen, helft anderen, weil vieles von diesem Wissen, die Monika wälzt es schon seit vielen, vielen Jahren. Auch andere Aktivisten, die bisher immer nur als Verschwörungstheoretiker und Schwurbler galten, haben versucht und versuchen nach wie vor im Internet viel, viel aufzuklären. Macht's das genauso, findet euch damit ab, dass das nicht etwas sein wird, wo man nur einmal etwas sagt und dann wird plötzlich, ah, okay, danke, sondern das wird ein Prozess sein, man wird sich den Mund fuselig reden. Manche werden nicht bei einem selber aufwachen, sondern werden dann bei einem anderen was hören und erst dann langsam dort aufwachen. Wir sind wie kleine, viele Wassertropfen, aber ewig Tropfen hüllt den Stein und ja, spannende Zeit, in der wir sind. Ich darf trotzdem noch was sagen. Ja, ja. bitte, bitte. Ich bin noch eine Erklärung schuldig, warum dieses Schwert da steht. Ich bin von ein paar Zusehern gefragt worden, ob das ein Kleiderbügel ist, der da rechts hinten gehangen hat, anscheinend beim letzten Video. Nein, das ist ein Biedenhänder, also ein Zweihandschwert, ein Gassenhauer. Es ist ein Echtkampfschwert. Also mit dem zerhaust du auch einen Katana, ein japanisches Kampfschwert. Das ist, glaube ich, das schärfste Schwert, das es derzeit gibt und das schwerste und stärkste, das ich kenne. Das hat für mich aber mehr, ich kann schon damit umgehen, das hat für mich aber mehr eine mythologisch, seelische, wenn du willst, auch spirituelle Komponente. Und zwar, es geht darum, sich zu entscheiden. Ja? Also wenn du das Schwert aus der Scheide ziehst, dann entscheidest du das Schwert, du ziehst es aus der Scheide heraus. Und in die Richtung, in die du dann gehst, nach der Entscheidung, das ist deine Zielrichtung. Und wenn die Zielrichtung in Richtung Zukunft liberal sein soll, von gegenseitiger Achtung, Respekt getragen sein soll, dann muss ich zuerst einmal Respekt und Achtung vor mir selbst haben. Von meinem Inneren, von meiner Seele, von meinem Herz. Und wenn ich herausfinden will, was mein wahres Selbst ist, also abseits vom Ego und Person und all ihren Masken und diese Person, dieses künstliche Konstrukt, das zu euch spricht, wenn es euch wirklich auf eurer Seele hört und das findet, das herausfindet, was das ist, dann hat das wahrscheinlich, also ziemlich sicher, etwas mit verschütteten Kindheitsträumen, mit einer vielleicht einer verschütteten Vision aus der Kindheit zu tun. Das kann ein konkretes Erlebnis sein, das kann ein konkretes Bild sein, vielleicht eine unterdrückte Neigung oder sonst irgendwas. Das kann ein Berührungspunkt zu eurer Seele sein. Und das zu finden und sich dann positiv dafür zu entscheiden und die Richtung zu gehen, dann fällt automatisch alles andere weg. Dann interessiert dich keine Masken, keine Impfung oder sonst. Dann hast du die Illusion durchschaut. Du hast erkannt, okay, das ist nicht wirklich der Feind, sondern wir haben jetzt erstmals wahrscheinlich in der Geschichte der Menschheit global gesehen die Chance, dass sich Menschen aus einem kollektivistischen Zwangssystem befreien, indem sie es erkennen. Keine Ahnung, wie viele das schaffen werden, aber es werden sicher einige schaffen. Es gibt schon einige, die real was ins Leben, ins aktuelle, praktische Leben umsetzen, dass wir miteinander, die das überleben und gut handeln, eine neue liberale Ordnung einführen. Wie lange das auch dauert, ist egal. Es geht um die Zukunft unserer Kinder, unserer Nachfahren. Es geht auch um das Angedenken unserer Altvorderen, die in einigen Kriegen viel Blut vergossen haben, nicht nur Schweiß, sondern viel Blut vergossen und viel erlitten haben, viel geopfert haben beim Wiederaufbau. Also im Gedenken an die Altvorderen und im Geiste der Liebe und der Fürsorge für unsere Nachfahren das Neue bringen, aber zuerst einmal auf sich selber schauen und schauen, wer bin ich denn eigentlich und wo will ich denn eigentlich hingehen? Und mehr möchte ich da jetzt gar nicht sagen, das muss ja jeder für sich selber wissen. Man muss nicht oder kann jeder für selbst wissen. Es hat allerdings auch jeder das Recht, weiterzuleiten. Ja? Also wir, du und ich, Jaro, wir haben gecheckt, um was es geht. Das heißt jetzt nicht, dass wir die Urweisen sind. Ja? Aber wir haben keinen Anspruch darauf, dass irgendjemand frei lebt oder
einen Weg in eine bestimmte Richtung geht. Ich fühle mich nur dazu berufen, dass ich sage, okay, ich habe meinen Weg für mich gefunden, den habe ich auch niedergeschrieben. Es gibt jetzt auch ein Kinofilmprojekt drüber. Das ist halt mein Weg. Ja? Ich möchte nicht, dass jemand meinen Weg nachgeht. Kann versucht werden, ist mir völlig egal. Ja? Aber ich habe keinen Anspruch darauf, das meine ich damit, sondern ich möchte nur hinlegen, es gibt eine Alternative und ob diese Alternative angenommen wird oder nicht, liegt nicht mehr in meiner Sphäre. Ich mache das Angebot und das war's. Vielen Dank, Monika. Wir werden sicherlich noch ein paar Videos machen, vor allem zum Thema Erster Weltkrieg. Da habe ich auch sehr viele Anfragen bekommen. Heute ist es ein bisschen auch ins Spirituelle gegangen. Schreibt uns unten in den Kommentaren, was ihr hören wollt. Wir machen die Videos natürlich auch für euch. In diesem Sinne, alles Liebe und bis demnächst. Baba. Baba, ciao.